Das Hasso-Plattner-Institut, HI, hat nach eigenen Angaben 2 Sicherheitslücken in der B-Schul-Cloud. Zuvor war die Redaktion der IT-Fachzeitschrift CT von einem Hinweisgeber auf die Probleme aufmerksam gemacht worden, die mit der Thüringer Schul-Cloud zusammenhängen. Die Lösung in Thüringen setzt auf der HI-Plattform auf. Durch eine Schwachstelle im System hätten sich nicht nur Lehrer und Schüler anmelden können. Im Detail geht es unter anderem um einen versehentlich nicht deaktivierten Demo-Hinweisgeber, und damit prinzipiell auch jeder andere, habe sich mit dem Benutzernamen Schüler@org und über einen kleinen Umweg im Browser in der Thüringer Schulcloud anmelden können. Bericht: Mit Hilfe des Demo-Accounts sei über eigentlich geheime Links ein Zugriff auf handschriftlich bewertete Tests und Übungsblätter möglich gewesen, heißt es, ebenso auf Klassen- und Lehrerlisten. Auch mit Kontaktdaten, auch Videos ließen sich auffinden. Nachdem das HI von CT mit den Problemen konfrontiert wurde, habe sich das Institut vorbildlich verhalten und die Lücken ausgebessert, schreibt die Computerzeitschrift. Das HI selbst teilt mit, sein Technikteam habe beide Schwachstellen innerhalb einer Stunde. Das HI geht davon aus, dass die Sicherheitslücken vom Hinweisgeber lediglich zu Testzwecken ausgenutzt wurden, schreibt er. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist kein Missbrauch potenziell unberechtigt abrufbarer personenbezogener Daten erfolgt. Die aus seiner Sicht möglichen Folgen eines Zugriffs über den Demo-Account skizziert: Das HI: Der Vorfall wurde gemeldet, da zumindest der CT-Hinweisgeber Daten abgerufen habe. Handle es sich um einen meldepflichtigen Vorfall in Thüringen, schreibt das HI. Der Landesdatenschützer von Thüringen wurde durch das HI informiert, ebenso wie unsere Partner und die potenziell betroffenen Nutzer in der Thüringer Schulcloud, erklärte Institutsdirektor Christoph Meine. Die HI-Schulcloud sowie alle ihre Instanzen sind weiter sicher und uneingeschränkt nutzbar. Bereits im Mai war eine Datenschutzlücke in der HI-Plattform entdeckt und nach kurzer Zeit wieder geschlossen worden. Die HI-Schulcloud wurde vom Hasso-Plattner-Institut als nicht kommerzielle Plattform entwickelt und vom Bundesbildungsministerium finanziell gefördert. Aktuell greifen mehr als 1 Million Nutzerinnen und Nutzer auf die Plattform. Seit März 2020 hat sich die Nutzerzahl nach Angaben des HI nahezu verdreifacht. Die Zahl der Schulen, die diese Schulcloud nutzen, liegt derzeit bei über 3.700 und hat sich in diesem Zeitraum